Weißt du, was die in Holland anstatt Ketchup auf die Pommes tun? Was? Senf und sonst was. Wie ist das eklig. Hab ich selbst gesehen, Mann. Die ersäufen die in der Tunke. Schönen guten Abend. Guten Tag, die Herren. Und Damen und sonst was. Jeder, der gern zuhören möchte, ist voll willkommen. Wir sind wieder bei Senf und sonst was. Schauen uns Filme an. Die japanische Nacht. Heute ja, mal. Heute irgendwie so ein japanisches Thema. Wir gucken. Jetzt. Durch Zufall aber auch. Ja, hat sich so ergeben. Genau, wie alles immer. Genau, wir gucken Filme, geben unseren Senf dazu ab und quatschen über das und sonst was. Und jetzt haben wir Godzilla geguckt gleich als erstes. Den originalen. Genau, aus 54. Den echten. Die anderen sind nicht echt. Der einzige wahre. Aufgefallen ist, dass zu dieser Zeit in diesem Film keiner geraubt hat. Und alle Hüte getragen haben. Das war richtig krass, so wirklich alle Hüte. Ich habe ja auch gesagt, so wenn du keinen Hut hast, kannst du auch einfach nicht trauern. Weil wenn sowas Trauriges passiert, musst du halt deinen Hut abnehmen und so auf die Brust legen. Ja. Und wenn du keinen Hut hast, kannst du das gar nicht machen. Ich glaube, deshalb ist auch diese Welt auch so emotionslos geworden. Weil die Leute einfach nicht mehr Anteilnahme zeigen können. Die haben keine Hüte mehr, die drehen sich noch die Haare und haben so Zöpfe, so komische, das passt genau, auch nicht zum Hut. Genau, da haben sie noch Dreadlocks. Ja, aber dann kannst du so diese Reggae-Cup betreiben. Also aber die kannst du auch schlecht abnehmen. So, das ist halt voll scheiße, so stell dir vor, du hast wirklich so mega die Dreadlocks. So diesen Reggae-Hut, der das irgendwie zusammenhält. Und dann stirbt einer und du musst Trauer zeigen. Nimmst du deine Rasterkappe ab und einmal so, yeah, ja Mann, Rastafari. So, das ist auch nicht so traurig dann. Das ist einfach so, ja Mann, jetzt steckt die Party. So, der Rastermann hat seinen Hut. Ja, der Rastermann. Ich werde mir auf jeden Fall meinen Fischerhut von meiner Mutter alle Tage zurückholen. Mal gucken. Na jedenfalls, ihr kennt den Film ja schon. Ja. Oder ihr kennt den? Ich noch nicht. Und ich fand ihn cool. Ist auf jeden Fall krass. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass der doch also so gut ist. Also auch so technisch einfach so gut ist. Ja, ja. Ja, aber halt auch so, dass du halt so siehst, die hatten irgendwie so die Frage so, ja, wie stellen wir das am besten da in dem Film, dass der richtig Feuer speit und so. Und dann... Dass du halt auch schon so gesehen hast, so, die haben sich wirklich Gedanken gemacht, wie kann man das gut lösen. Und dann haben sie halt irgendwas mit den technischen Mitteln, die begrenzt waren, gefunden, dass es doch noch irgendwie, ja, halt einfach cool aussieht. So. Ja. Das fand ich auch was schon halt nervig war, krass. War halt, dass diese Untertitel von den Zeitungen, ich war jetzt wahrscheinlich nichts Weltbewegendes, aber diese japanische Zeitung ohne Untertitel. Ja, war also bei der Version so, weiß ich auch nicht. Ja. Ja. Aber, naja. Ich habe den, bei mir ist es ungefähr, ich weiß nicht, bestimmt. So 28 Jahre her, als ich den gesehen habe. Aber ich habe den in Erinnerung in Farbe. Das ist erstaunlich. Weiß nicht, vielleicht gibt es noch irgendwie Versionen, wo sie das nachkoloriert haben, aber glaube ich gar nicht. Nee, glaub ja, aber ich habe das so in Erinnerung in Farbe. Das ist wirklich total, total abgefahren. Keine Ahnung, vielleicht hast du dir die Farben dazu gedacht. Das, ja, das kann sein. Vielleicht so als Kind. Ja. Seine Fantasie noch da. Wahrnehmung und so. Da dachtest du, Godzilla wäre echt. Und auch in Farbe. Ja, ja, auch in Farbe. Nee, also ich habe eben gerade noch mal bei Wikipedia mal kurz geguckt. Der basiert ja, der Anfang quasi, auf so einem Atombombentest. Ne? Also wisst ihr das? Dass halt dieses japanische Boot irgendwie da in amerikanische Gewässer gefahren ist und die wussten nicht, dass die Amis da Atombombentests machen. Und dann ist da halt sind die da halt direkt neben so einer Atombombentest mit ihrem Boot da rumgepaddelt. Und sind dann halt danach quasi alle krepiert. Und auf dieser Grundlage quasi hat der Typ gesagt, so ja, da mache ich jetzt mal irgendwie einen Film und der basiert darauf. Und ach so, und so halt. Der, also, das am Ende war ja auch krass, wo er halt so gesagt hat, so ja, Atomenergie müssen wir mit aufpassen. Ja, dass er zumindest keiner, ne, nicht in, nichts Böses mit anstellt. Oh, das wusste ich zum Beispiel nicht, das wusste ich nicht. Da habe ich eben gerade nur so bei Wikipedia schnell überflogen, weil, wollen mal gucken, was da so drüber steht. Was ich auch sehr, sehr nett fand, dass die Leute da außergewöhnlich höflich miteinander umgehen. Das hat mir sehr gut gefallen. Also alter, so traditionell noch so, dass als der Vater begrüßt wurde, hat sie ihm auch die Tasche abgenommen. Ja, genau. Die Jacke so. Und auch diese Problematik davon wegen, der Typ, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, soll eigentlich die Imiko heiraten, aber sie liebt jemand anders und sowas. Also diese kleine Nebenstory ja so mit reinspielt. Die sind da wirklich alle sehr human und freundlich damit umgegangen.
Das fand ich gut. Aber wahrscheinlich haben sie dich gegenseitig angeschrien, ne? Haben sie angeschrien und dann gab es du bist ein Schlampe, ich bin ein normaler Mensch. Da gab es kein Theater so irgendwie, so was man in heutigen Filmen halt so kennt. Also. Ja, aber das ist, das war halt auch quasi nur so ein Nebenplot, ne? Und ja, die hatten halt einfach, die hatten einfach andere Sorgen. Ja, Godzilla kommt. Aber bei manchen Filmen hast du nachher ein ganzes Drama und das geht nur darum. Ja, gut, natürlich. Du musst ja auch irgendwie so eine menschliche Komponente dabei haben. Ne? Ja. Sieh den Walking Dead, zweite Staffel an. Zombie-Apokalypse tot, aber die kloppen sich um die Frau da. Und dann ist er auch noch schwanger. Okay. Und Karl war es auch nicht mehr hingehört. Aber was ist eigentlich mit dem Intro von Bob der Baumeister? Ich muss das nochmal gucken, aber es hat mich so daran erinnert. Weil im Film halt diese Szene war, wo so erst der Bagger langfuhr, Buggy der Bagger und dann der Kran. Das sollten wir auch nochmal aufnehmen, aber dann mit der Hintergrundmusik von Godzilla. Das wäre geil. So Shot for Shot. Gucken, ob das passt. Das wäre geil. Das wäre super. Das fand ich mega witzig irgendwie. Aber man hat doch gar nicht gesehen, was sie mit den Sachen gemacht haben, ne? Nö. Die haben das ja so angedeutet. Alles, was vier Räder hat, setzen wir gegen Godzilla ein. Mal gucken, die haben ja eigentlich diese Barriere ja aufgebaut und diese ganzen Stromfeiern denke mal, das sollte halt so. Gute Idee übrigens, fand ich. Ja. So mit den Strommasten und genau, richtig. Hätte klappen können. Und ich glaube, wahrscheinlich war es so eine Anspielung halt darauf, jetzt tun sie alles mobilisieren, was sie haben. Haben sie alles zusammengekehrt in Japan, was zu finden war. Ja, noch ein paar Brennstäbe mehr ins Wasser geschmissen. Saft auf der Leitung. Und Fukushima nochmal. Ja, das war auch schon cool gemacht, so mit diesen Stromleitungen da auch. Den Funken und allem. Hab ich eigentlich irgendwie nicht mitgekriegt, wie Godzilla jetzt entstanden ist. So. Das hatten sie ja auch nur kurz bei dieser Präsentation da erklärt, bei dieser PowerPoint. Dass das halt, aber wo kommt Godzilla halt her? Aus der Kreidezeit. Ja, aber ist das ein lebendiges Tier gewesen, was einfach nur klein war und durch die Atombombe jetzt mutiert? Ich glaube, das wird gar nicht so wirklich bekannt. Der hat ja gesagt hier, aus der Kreidezeit, Dinosaurier, bla und so weiter und so fort. Da hatten sie ja diesen adipösen T-Rex ja eingeblendet. Und das hat sich so angehört, als wäre da irgendwie so ein Wesen eingefangen gewesen, da irgendwie unter dem Meer. Ja, ne? Der hat ja auch diesen Sand mitgenommen und so. Diesen Sand mitgenommen und sowas. Und dann dieser Atomtest oder was auch immer. Dieses kleine Krebsvieh ist ja nicht mutiert. Das ist ja einfach nur... Hat er ja irgendwie mitgeschleppt und dann gesagt so, boah, das Teil ist 2 Millionen Jahre alt. Genau. Also muss quasi Godzilla noch irgendwie halbwegs lebendig gewesen sein. Ich verstehe das richtig. Ja, und dann halt zusätzlich noch mutiert, weil ich denke mal nicht, dass er vorher schon radioaktives Feuer gespuckt hat. Nein, das ist klar, aber es muss ja schon irgendwo lebendig gewesen sein. Es ist ja nicht so, dass es tot ist, also dass da wie dieses Fossil halt sozusagen. Ne? Sondern es muss irgendwie schon ein Organismus schon gewesen sein, der da vorne ist. Richtig, und dann halt durch die Strahlung dann halt ein bisschen größer geworden ist. Ja, genau, an die 50 Meter so. Ja, genau. Und dann hat der Japan angegriffen. Ja. Und diese Waffe, die der Kawasaki da gemacht hat, da oder wie er hieß? Sarazawa. Sarazawa, guck mal, dass ich mir das merken kann. Das war auch geil irgendwie. So das ist schon cool, so, ne? Aber ja, man weiß jetzt ja nicht, wie er die gemacht hat. Nee, das ist ein großes Geheimnis. Weil die Pläne verbrannt hat und sich selbst umgebracht hat. Darf halt auch nicht in schlimme Hände gelangen. Ja, genau. Wie die Atomkraft. Ja, der hat ja auch einen deutschen Freund gehabt. Da muss man ist ja dann eigentlich wirklich heftiger als Atomenergie noch, ne? Also als Atombombe wahrscheinlich, wenn du wirklich irgendwie so sagen könntest, hier... mit dem Sauerstoff. Ja, genau, der ganze Sauerstoff wird entzogen, so wenn die an Land einsetzen würdest. So. Ja. Also wäre halt wahrscheinlich weniger so, dass Gebäude zerstört werden, aber halt Menschen direkt tot. So. Ähnlich vergleich wahrscheinlich wie mit der Neutronenbombe. Ja. Dass diese Moleküle, dass diese Teilchen einfach zerstört werden und stirbt, als das organisch ist. Ja. Ah, okay. Ja, keine Ahnung. Ich bin nicht so der Bombenexperte. Nicht? Nee. Deswegen sind wir drei auch nicht gekommen, und jeder hat so sein Fachgebiet, ne? Okay. Weil ich einen Bart habe.
Nee, war doch, ist ein schöner Film. War ein guter Film. Gucken, ja. 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 Sehr solide. Wir hatten ja sonst noch so Godzilla Final Wars und Godzilla vs. King Ghidorah gesehen. Das hatten wir noch zusammen geguckt. Und sonst eigentlich gar keine Godzilla-Filme bis jetzt, ne? Wir haben zwei oder drei geguckt. Ich glaube Final Wars. Und genau, wo er alle platt macht. Da genau. Selbst der Godzilla von Emmerich. Ja, oder Sum 41 läuft. Echt? War doch so. Wir hatten doch den Film gesehen und an einer Stelle so, ey, das ist doch Sum 41. Ach ja, stimmt, denn so ein. Als er halt diesen New York Godzilla kaputt macht. Und ich so, ey, das hören doch Amerikaner, Sum 41. Stimmt, das war weird. Hier, Godzilla vs. King Ghidorah. Ah ja, genau. Der eine genau. War doch mit diesen Zeitreisen. Genau, mit den Zeitreisen, Mecha King Ghidorah, wo der dann später noch kam. Ja, ja, genau, richtig. Der mit der Zeitreise war cool, ne? Mhm. Ja. Dagegen war der halt, der jetzt halt schon so von der Herangehensweise so langatmiger, ne? Dass du halt nicht so krasse Action die ganze Zeit hattest. So. Das ist aber typisch für die Zeit. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. So, auch für manche Godzilla-Filme ist das halt einfach typisch, weil Final Wars ist ja auch mega die Ausnahme, weil da ja eigentlich ständig nur Monsterkämpfe sind und wenn keine Monsterkämpfe sind, kämpfen sich Typen da. Mit den Aliens. Ja, und in diesem Teil ist ja auch Godzilla auch rein böser Natur. Es sind halt Menschen gegen Godzilla und nicht Godzilla gegen andere Monster oder so. Ja, weiter. Genau. Oder dass Godzilla sich da einmischt, weil ein anderes Monster die Welt angreift. Oder ein anderes Monster muss die Welt vor Godzilla beschützen. Hat's alles gegeben, ey. Stimmt, das war jetzt einfach nur ein Monster, was nicht weiß, was es tut. Ja. Ja, genau. Einfach wütet, sinnlos alles zerstören will, Züge fressen will. Uhren kaputt macht. Ja, richtig guter Snooze-Button einfach hier. Alles kaputt. Der Godzilla-Snooze-Button. Die Musik war auch krass. Darauf habe ich jetzt mega geachtet, so irgendwie, weil... ich habe auch schon gehört, so, musikalisch ist der mega gut und stimmt ja auch irgendwie. Ja. Doch, das Soundtrack ist gut. Ja, ich fand gerade so, am Ende hatte ich ja auch gesagt, so, ist halt so eine gute Mischung, so, man weiß nicht, ob das jetzt so triumphal oder einfach nur traurig ist. So. Ja, man kann es halt wirklich auch zu beiden Seiten hinauslegen, dass die so sagen, so, ja, voll traurig, so, Godzilla stirbt da gerade. Und gleichzeitig so, ja, Mann, wir haben es geschafft. Wir haben Godzilla besiegt. Auch diese Titel-Theme. Ja, ne, ist schon einprägsam. Auf jeden Fall, hat auf jeden Fall so Wiedererkennungswert. Also, oh? Ja. Und der Schrei von Godzilla, der ist ja unsterblich. Ja, das stimmt schon. Ja. Den kennt man auf jeden Fall. Ja. Auch wieder manchmal aussah, so dieses Kostüm, so gerade wenn man so gemerkt hat, so. Aber das hat's auch, ist halt auch Teil des Charmes irgendwie, finde ich. Ist schon cool. Auch wenn man so sieht, so ist jetzt halt gerade einfach wirklich ein Mann mit Gummianzug, der so durch Modelle läuft. Ja. Voll geil. Den Job hättest du gern gehabt, hast du gesagt. Ja. Ja, ich irgendwie auch. Eigentlich müssen wir echt auch nochmal so einen Godzilla-Film drehen. Ja. So die Wasserszenen einfach irgendwo in der Badewanne mit so einer kleinen Spielfigur so. Ich sterbe gerade. Ja, geil, ey. Noch ein paar Fischabfälle besorgen. Boah. Schöner Film. Ja. Auf jeden Fall. Was gucken wir jetzt? Tetsuo. Gut. Machen wir das. Dann schauen wir jetzt. Wie sprichst du denn aus? Tetsuo? Ja. Okay. Alles klar. So, tut so, The Iron Man. Ich fand ihn mega verstörend, aber auch mega geil. Ich hab genau, also ich muss sagen, der war ja höchst künstlerisch, aber gut künstlerisch. Ja, ja. Also schon, also gerade für 87, schon nicht schlecht. 89, oder? 89, glaube ich. 89. Ja. Aber halt mega experimentell einfach, ja. Ne? Richtig krass. Aber dafür halt schon recht durchgestylt, ne? Also die Story... Was ich so daraus interpretiert habe, war, der Typ hat sich da einen abkauen lassen von seiner Frau und hat während dieser Fahrt diesen Menschen überfahren, der diesen Fetisch hatte mit diesem Metall. Ja. Ja. So, und dann plagt ihn so. So fängt der Film quasi an. Genau. Und sein Gewissen plagt ihn halt durchweg. Naja, nicht sein Gewissen, sondern der Typ halt natürlich. Der hat es ja irgendwie überlebt, ne? Ja.
Hat er es überlebt oder ist es in seinem Kopf? Ist es so ein Traumata? Oh, Das ist halt so bei dem Film. So, man weiß gar nicht, was jetzt irgendwie real und was nicht ist. Ja. So. Weil, also kapiert habe ich den erstmal nicht. So, keine Ahnung. Also da bin ich erstmal total... Musik ist geil. Musik ist mega Musik, geil. Musik ist geil. Der ganze Film ist quasi so ein langes Musikvideo. So im positiven Sinne irgendwie. Ja, ja. Halt die Song, richtig krass. Die Songs sind geil. Ja, als er sie gefüttert hat, das war so geil einfach. So, ne, mit der das Wurst war so witzig, so. Ja, und dann auch immer diese Lache dazwischendurch. So. Ja, genau, so richtig abgedreht. Also, gut. Also, wie Mike eben schon sagte, also, ne, wenn wir jetzt schon unsere Stammhörerschaft haben, das war übrigens Maike. Genau. Yeah. Yeah. Die hat heute mal mitgeguckt. Die hat mal mitgeguckt. Das ist meine Mitbewohnerin und Ehefrau. Hat mitgeguckt und ja, künstlerisch, auf jeden Fall. Ja. Sehr stark künstlerisch. Also, ich hatte den ja irgendwie empfohlen, weil wir ja letztes Mal so Die Fliege und Eraserhead geguckt haben und ich irgendwie dann an den Film denken musste, weil der ja irgendwie beides so verbindet. Und ihr meint ja auch, dass der quasi auch davon Einfluss genommen hat. So, du meinst ja auch beim Gucken, die erste Szene, wie einfach nur durchs Bild läuft und einfach so auf der Suche nach Metall ist. So. Diese metallischen Geräusche und. Ja, genau, es hat auch so. Sound ist quasi so die Hauptrolle in dem Film. Aber ich finde, ich fand auch, der ging ja nur 67 oder 66 Minuten. Ja. Ich finde, der hätte auch nicht länger gehen dürfen. Nö. Nee, weil es ja ein langes Musikvideo. Ja, genau, genau. Es wäre einfach zu lang und dann hat man schon allen Scheiß gesehen. Das würde sich dann wahrscheinlich irgendwann mal wiederholen, dann wird es langweilig. Genau. Aber dann würde es nicht mal ansprechend sein. Deswegen fand ich das die von der Länge her super. Aber anscheinend hatte hier der erste Typ, ja, ne, der Fetischboy, der hat ja irgendwie ein Groll auf die Gesellschaft oder so und wollte ja irgendwie jetzt am Ende, wo die fusioniert sind, ne, hat er gesagt, ja komm, jetzt machen wir hier die Gesellschaft, die machen wir jetzt, ne? Ja, er hat halt nicht so ins System gepasst, ne? Und er quasi nicht in die Gesellschaft gepasst hat und halt nicht in die Maschinerie gepasst hat, so, weißt du? Ja. In diese Arbeitsmaschinerie von Tokio und so. Das ist nochmal ein interessanter Aspekt. Ja. Ja, war das so? Also ich hatte den ja schon mal gesehen, deshalb hatte ich den da vorgeschlagen. Ach, du kennst den? Ja, ich hatte den ja schon mal gesehen, deshalb. Habe ich doch gesagt, so, lass dich mal gucken. Bin gar nicht so. Nee, ich hatte den schon mal gesehen. Ja, danke. Ja, ich wusste halt, dass der mega weird ist so und einfach komplett experimentell und abgedreht und so. Deshalb konnte ich mich darauf vielleicht jetzt heute auch wieder ein bisschen besser einstellen. So. Nicht so wie bei Eraserhead, weil den hatte ich ja vorher gar nicht gesehen und war von allem überrascht. Ist dir denn irgendwie was aufgefallen jetzt dadurch, dass du ihn jetzt das zweite Mal gesehen hast? Ich hatte mehr Spaß daran. So. Bei Eraserhead meinte ich ja, dass der mega anstrengend war. Das Einzige, wovor ich halt ein bisschen Schiss hatte, war so die Szene mit der Frau. So, weil die fand ich immer noch anstrengend. Das fand ich richtig anstrengend. Welche mit der Frau? Wo er halt so diesen Eisenpimmel kriegt, diesen Bohrmaschinenpimmel. Und dann, keine Ahnung, einfach sauer auf seine Frau wird, weil die ihn nicht mehr lieb hat, weil er jetzt ein Metallmann ist. Und dann will er sich ja irgendwie wieder an der Frau vergehen so und sagt so, ja, du Schlampe hier, jetzt liebst du mich nicht mehr. Also das fand ich schon einfach so unnötig teilweise so. Aber halt auch so, ja, so krass einfach, weil das hast du ja in keinem anderen Film so. Deshalb finde ich das schon wieder interessant einfach so. Ja, interessant. Auch halt so, so anstrengende Szene einfach so. Und als sie vorbei war, war ich richtig entspannt, dachte so, ja, jetzt wird's geil, so. Der Rest ist nicht so schlimm, der Rest ist einfach nur abgefahren und krass, so. Aber auch so diese Szenen, wo sie so quasi so laufen, so rennen. Ja. Ja, die fand ich einfach richtig geil, so, weil das ist ja im Prinzip so Stop-Motion in schlecht, ne? Ja. So, weil sie so immer, dass sie Bilder aber auch, machen aber auch, und so. Aber auch gewollt. Ja, ja, gewollt schlecht, natürlich. Ja. Das ist abgehackter und wie so ein schlecht animiertes GIF oder so, ne? Das ist einfach nur so, dass du durchlaufen hast, so. Mega abgehackt und so. Also, und halt richtig schnell und spannend. So. Genau mit diesen Sounds. Ja, genau. Hast du diesen geilen Sounds noch dabei? Also mich hat das echt mega mitgenommen. So. Also im positiven Sinne gar nicht mal so negativ, dass ich sage, oh, voll anstrengend. Sondern ich wusste ja, dass das passiert. Und ich habe mich auch irgendwie drauf gefreut danach. So. Und habe da auch echt Spaß dran gehabt. Also ich habe noch nie irgendwie so Star Trek oder so gesehen. Aber man kennt ja manchmal so Figuren, ne? Ja. Und mich hat er übelst irgendwie an Locutus erinnert. Das ist doch ein Borg, oder? Ja, ein Borg, keine Ahnung, was ist doch hier das Star Trek. Aber Locutus, da steht Locutus, das wird ja wohl sein Name sein, oder? Ja, auf Borg.com. Ja, und guck mal,
Und diese Schläuche und so, die haben mich total daran erinnert. Er ist schon Borg-mäßig, ne? Borg-mäßig, auf jeden Fall. Aber da ist auch schon wieder so, ich habe auch gehört, so, dass sie irgendwie bei dem Film das so gemacht haben, die sind einfach zum Schrottplatz gegangen, haben sich Metall genommen und dem Typen immer mehr angeklebt. So, hier noch mehr Metall drauf, oh, hier noch ein Schlauch, da noch ein Rohr, hier, was ist das? Zu der Szene, dran kleben. Zu der Szene mit der Frau, ich hätte ja mal eine Traumata-Geschichte. Mhm. Ich habe die so für mich so interpretiert, dass... Das ist eigentlich so ein Streit war zwischen den beiden. Ja, klar. So, dass er ihr die Schuld gibt praktisch, dass er sie überfahren hat. Deswegen haben sie sich gezankt. Ah, okay. Und so das kann auch so. Sein. Sollte ich es interpretieren. Und der Typ hat mich, ich weiß nicht, ob ihr Fallout 1 kennt. Nee. Der Mastermind, der Endgegner, daran hat er mich erinnert. Okay, ja, keine Ahnung. Das ist auch irgendwie so ein verwachsenes Vieh halt mit Schläuchen und Kabeln und irgendwie so ein bisschen Fleisch noch dazwischen. Ja, so biomechanische Sachen. Biomechanische, ja, auch öfter. Ja, da war es ja jetzt auch so, dass er quasi am Ende ja nur noch Maschine war, mit zwei Gesichtern und die dann durch Tokio gerollt ist. Aber richtig geil. Richtig guter Film. Hat was, ne? Hat was, ja. Also, fand ich schon ein bisschen also anstrengend, was aber vielleicht auch daran liegt. Dadurch, dass das halt so DVD-Qualität jetzt auf 4K ist und ein alter Film. Ja, aber der wird wahrscheinlich auch nicht mit 4K-Kamera gedreht. Ne? Nein, natürlich nicht. Aber also so, ich weiß nicht, ich glaube, das ist aber auch teilweise so gewollt, dass das halt schnelle Schnitte. Ja, man kann gar nicht alles erkennen. Man kann gar nicht alles. Und manches ist halt einfach, und dadurch, dass es schwarz-weiß ist, ist halt alles so homogen teilweise. So, ja, ne? Genau. Hat keine bildliche Tiefe so wirklich, gerade bei diesen Detailaufnahmen so. Und das ist. Okay. Ja. Verstehst du, wenn du jetzt so, ne, irgendwie eine Nahaufnahme irgendwie so hattest, wo ganz viel Metallkram irgendwie war. Ja, genau, das war ja öfter. Aber ich denke halt auch so, man muss da gar nicht alles erkennen können. So, das ist gar nicht gewollt, dass du alles erkennst, sondern du sollst halt auch überfordert werden, ne? Mit einfach, was geht da ab? So, noch mehr Metall. Sagtest du nicht irgendwie, dass hier der Regisseur irgendwie mit seinem Vater Stress hatte oder so? Ja, genau, das habe ich auch irgendwie mal gehört, dass er quasi diesen Film machen wollte und sich deshalb auch irgendwie mit seinem Vater verstritten hatte, was in Japan ja auch nochmal irgendwie ein bisschen krasser ist, so. Und wegen Familie und so. Und dann, war das halt auch so seine Art, so ihm nochmal den Mittelfinger zu zeigen, so, ich mach trotzdem den Film, ganz egal, was du davon hältst und ganz egal, was irgendwer sagt. Ganz egal, was passiert. Ganz scheißegal, was passiert. Okay. Ja, mies. Genau. Und der war ja halt auch relativ erfolgreich so. Es gab auf jeden Fall Fortsetzungen dazu auch. Ja, zwei Stück. Aber ich habe auch gehört, die Fortsetzungen sollen quasi nur so ähnlich sein, nur halt mit mehr Budget dann, aber so die hohe Energie fehlt, geht verloren dann. Aber wahrscheinlich auch. Das ist ja auch Cyberpunk und ist ja, ich denke mir dann so, dachte mir dann so gesagt, es ist ja wie bei so einer Punkband, die erst so ein richtig geiles, rotziges, energiegeladenes Album macht. So die und dann haben die mehr Geld für ein Album und dann wird's scheiße. Weiß nicht. Ist das denn, sind die Fortsetzungen auch von ihm? Ich glaube ja. Das ist einmal Tetsuo The Bodyhammer und Bullet Man. The Bullet Man, genau. Bullet Man. Bullet Man, von dem habe ich auch schon was gehört. Obwohl doch, also die Fortsetzungen scheinen auch von ihm zu sein. Ja. Zumal, hier steht gerade, bei seinem dritten Film wurden die frühen Werke von David Cronenberg und dessen Mutation des Fleisches, wie sie in die Fliege oder Videodrome dargestellt wurden, wurde inspiriert. Ich sagte, Videodrome müssen wir auch noch angucken. Mhm. Videodrome ist geil. Ja, den kenne ich, ja. Kann man sich halt schon auch noch lange nicht mehr reinschrauben. Ja. Mit so einem großen Metallpimmel. Ja. Habt ihr auch vorher noch nie gesehen, ne? Aber ihr hattet da auch vor gelacht. Das ist mir aufgefallen. Ja, ist auch witzig. Ist auch witzig, ne? Ist schon geil. Ja, krasser Film. Also, ja. Ich dachte, ich kriege die Kurve. So inhaltlich irgendwie, so dass das irgendwie dieses Telefonat am Anfang, ne, dass das halt der Metalltyp irgendwie ist, der da telefoniert und das halt irgendwie so zeitreisemäßig irgendwie diese Blende hat, wie er das schon sieht, wie der Typ mit seiner Frau da am Baum zugange ist. Aber irgendwie auch nicht. So. Ja, dass der überhaupt überfahren wurde, hat man ja am Anfang so gar nicht mitgekriegt, ne? Er hat es ja auch erst gesagt, so, wer ist das?
So, ja, findet man halt auch erst irgendwie später raus. Ist halt Kunst. Ist Kunst. Ist Kunst. Ist Kunst. Ja, ist ja irgendwo, es ist halt ein Experimentalfilm. Klar, voll. Und es ist halt so wie bei Eraserhead so, der steht, also ich weiß nicht, ob das jetzt für den halt auch so gilt, aber bei Eraserhead, das ist ja so, der steht halt für sich alleine, ne, der hat, ne, das ist halt so, ne. Ja, kann man sich angucken, kann man sagen, ist gut, oder kann man sagen, verstehe ich nicht. Ja. So, während, also ich fand halt, das ist, geht mir oft halt so und deswegen finde ich diese Runden halt auch irgendwie mal ganz gut. Mhm. Man guckt sich das an und dann unterhält man sich, mhm, und, ne, reflektiert das und holt sich andere Meinungen und man bespricht das und dann schlüsselt sich immer noch mehr und mehr auf irgendwie. Mhm. Weil das ist so, weiß ich nicht, das mag ich immer ganz gerne und das ist so. Doch, der war schon abgedreht. Aber sowas, weiß nicht, gibt es sowas heutzutage noch? Nee. Irgendwie? Also ich jetzt als Film, ja, weiß nicht so, du hast natürlich irgendwie weirde Sachen auf YouTube immer und so, bla. Aber es Poppy. Ja, kein Poppy. It's Green. It's Green. That's Green. Die hat übrigens einen geilen Song gemacht, finde ich. Keine also Ahnung, du wolltest dir zeigen, ich wollte ihn, glaube ich, nicht hören. Ne? Also der Song ist wirklich gut, also Welten besser als hier der Bibi Dagi B, ja, gut. Weißt du, was ich, wie die heißt. Ich glaube, da ist jeder Song um Welten besser. Ja, aber für einen YouTube-Star, der halt so weird ist, hätte ich jetzt gedacht, dass das auch ein weirder, aber dafür ist der gut. Kennst du das Lied von Poppy? Ich glaube, ich habe das schon mal gehört. Wir müssen uns das ja nachher machen. Ja, ja, ja. Wirklich, das ich glaube, ich habe das schon wir mal gucken gehört. Zwischendurch nochmal Poppy-Videos und machen dazu dann ja, ich bin Review. Auf Poppy bin ich gekommen. So, ah, ich wollte wie mal, findet ihr Poppy? Ich wollte mal irgendeinen verstörenden Scheiß mal sehen. Ja. So, und dann... Hast du heute... Genau, der war wirklich... Und letztes Mal auch. Letztes Mal auch, genau. Einfach nur noch verstörende Scheiße. Und dann haben sie dann verschiedene Filme aushalten vorgestellt und dann unter anderem auch Poppy. Ja. Das ist verstörend. Für den YouTube-Kanal. Ja. So, dass man, hättest du nach Listen gesucht und dann stand da so, ey, hier die Filme sind verstörend und dann... So und einfach Poppy auf YouTube. Ja, so allgemein waren da so verstörende Sachen, so irgendwelche Filme so, okay, und Seiten und... Ah, bisschen Deep Web und okay. Rock'n'Com. Gucken Sie sind noch? Weiß ich gar nicht. Das wurde bei Fest und Flauschig die Tage auch irgendwie, die war vor ein paar Wochen diskutiert, ob es die Seite noch gibt. Ich kenne das auf jeden Fall noch voll. Ja, so, dass man da irgendwie voll Bock, was Verbotenes zu machen. Und ja. So. Das krasse war, einer aus meiner Klasse hat damals irgendwie so Sachen davon ausgedruckt und dann mitgenommen. Mega mies. Dann so ein paar Sachen auf so einem DIN A4-Zettel ausgedrückt und dann so, hier, guck mal, irgendwas, so ein halbes Kind in einem Alligator oder so, ich weiß auch nicht. So mega dumm einfach. Aber jetzt auch nochmal auf Tetsugo, mhm, zurückzukommen. Schwarz-Weiß. Meint ihr, er hätte vielleicht nicht so funktioniert, wenn er in Farbe wäre? Ich glaube, der hätte nicht so funktioniert. Das ist eine gute Frage. Glaube ich nicht. Ja, ich weiß nicht, ist ja eine bewusste Entscheidung. So, ist ja 89, ja, da gab es natürlich schon Farbe. Ja, ja, klar. Aber es ist, glaube ich, günstiger, negativ, Schwarz-Weiß-Film. Ich das kann auch sein, so aus Kostengründen. Ich weiß nicht, ob es die Kostengründen war, aber ich glaube, wenn der in Farbe wäre, der hätte ja nicht so funktioniert. Aber Kunst ist immer Schwarz-Weiß. Heutzutage machst du ein Foto, wenn es kacke aussieht, Schwarz-Weiß machen, dann ist Kunst. Das sieht man immer gut auch aus, ja, das stimmt. Ja, ja, das ist so, ja. Die ganzen ich nur Schwarz-Weiß. DSLR-Kids machen das. Mama, scheiße. Weil der Tricksfahrer hat. Ja, voll. Nee, letztens hatte ich einzige Farbe. Doch. Tetsuos. Wollen wir uns dann irgendwie auch die Fortsetzung mal angucken eigentlich? Würde mich interessieren. Ja, ja, habe ich noch nie gesehen. Also ich bin da offen für, klar. Für die nächste Japanese Night quasi. Wir haben, wir sind ja wieder. Wir noch hier. Battle Royale. Was hatten wir noch? Also Ring, Akira Grudge, hatte ich noch Akira vorgeschlagen. Ist ja Animation. Aber das wollten wir doch mit einem Zeichentrick abends. Ja, wir können mal so ein paar. Du hattest ja auch noch irgendwie. Was war deins? Was du noch? Zeichentrick? Zeichentrick würde ich gerne mit euch Watership Dawn gucken. Oh, okay, das ist der mit den Hasen, ne? Ja, ja, genau. Oh. Ist der komplett Zeichentrick? Komplett Zeichentrick, ja. Oh, geil, weil den habe ich noch nie gesehen. Und den will ich unbedingt sehen. Ich habe den als Kind gesehen. Und ist ein Klassiker. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den dann. Ob meine Eltern den dann ausgemacht haben oder ob ich den ausgemacht habe. Oh, du würdest den nochmal mitgucken. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, aber es ist halt so, oh, man sieht, ich weiß nicht so, das einzige Bild, was ich davon irgendwie im Kopf habe, ist, dass sich so Hasen gegenseitig zerfleischen. Genau das ist es. Ja, es ist halt so. Ja, gut, guck gut. Das so, Buch ist natürlich noch besser, aber der Film, der war schon ganz gut. Alles klar, ja, dann, wenn dir was einfällt, trag das auch mal auf die Liste ein. Ja, genau, wenn wir so eine Liste, können wir ja mal. Ich habe da jetzt ja auch schon die ganzen, die wir heute so in der Diskussion hatten. Echt, hast du die eingetragen? Habe ich gar nicht gesehen, wird mir gar nicht angezeigt. Ja. Egal.
Gut. Ja, aber zu Schwarz-Weiß nochmal. Also ich finde, das auch bei Eraserhead so, dadurch, dass Schwarz-Weiß ist, wirkt das alles irgendwie einheitlicher, ne? So die Sachen, die stechen irgendwie weniger raus, so, sondern so die weirden Sachen sind halt irgendwie so Teil des Ganzen, so. Mm. Weniger so, dass es irgendwie, du siehst, oh, das ist ein Effekt, das haben wir so gemacht, so es wirkt halt einheitlicher. Genau, so, ne? Das sticht irgendwie von der Farbe heraus, das muss irgendwie was anderes sein. Ich weiß es nicht. Aber es ist schon eine interessante Frage, finde ich. Ja. Müsste ich jetzt länger drüber nachdenken und dann ein Buch darüber schreiben und dann sagen, hey, zu dem Entschluss bin ich gekommen. Ja. Aber ist ja bei manchen Filmen auch so auch bei alten Filmen, dass man sagt, so, die wirken in Farbe einfach nicht. Pi ist ja auch so ein Schwarz-Weiß-Film, der eigentlich. Pi? Stimmt. Boah, den fand ich auch anstrengend, ey. Aber ich glaube, ich muss ja nochmal. Pi. Also wie die Zahl. Ja. Pi. Den kenne ich doch. Geht's auch um Mathe, glaube ich, viel, ne? Irgendwie ist das nicht so ein Mathe-Genie oder sowas? Genau, oder ist was ein Genie, der... Oder? Ja, ein bisschen Mindfuck schon, ne? Bisschen ja. Mindfuck schon. Ja. Er sucht halt irgendwie für so eine Formel für alles. Und er hat dann halt so diese Zahl Pi im Kopf und überall, wo er hinguckt, sieht er halt auch die Zahl Pi irgendwo. Mhm. Das ist ja irgendwie so... Wie mit den Illuminaten unter 23. Ah, ja, aber auch so, dass er sich so Blätter anguckt und wie die Blattadern so voneinander abgehen, erinnert ihn dann wieder an Pi und er rechnet sich das alles in dem Kopf durch und wird total verrückt. So. Ja, hat sich so ein bisschen schizophren an. Der Ding, Ding, Ding aus Breaking Bad spielt damit. Ja? Ja! Ding, Ding, Ding! Hector Salamanca. Ja, Hector Salamanca, genau. Der spielt damit. Das ist der Professor da, mit dem er redet. Richtig krass, ne? Geil, ja. Habe ich auch irgendwie später erst rausgefunden und dann gedacht so, mies! Der spielt ja in mehreren Sachen mit. Darf der das? Geil. Ja. Müssen wir notieren. Nicht IP-Man. Verwechsel das immer. Ip-Man. Der P-Man. Für unseren nächsten Japan-Abend. Ip-Man. Ich kenn nur alle Ip-Man-Filme. Nipi kenne ich nur. Nipi, ja. Alles klar. Dann. Den habe ich sogar auf DVD, glaube ich. Pi. Nipi? Pi gibt's auch hier bei Netflix und so. Ach ja, klar. Cool. Okay, ja, das war Tetsuo. Tetsuo, dann... The Iron Man. Fand ihr den besser oder schlechter als den Marvel Iron Man? Ich fand den besser. Ich hab den Dingens Iron Man gar nicht gesehen. Das Lied von Black Sabbath, meinst du, es tut sich daran orientieren? Das von Black Sabbath ist älter als... Das kann... Oh, weiß ich nicht. Oder war der inspirierend für diesen Film? Dann hätte er, glaube ich, nicht die Musik. Naja, es ist halt Film einfach gewählt. Ein Mann aus Eisen, ne? Deshalb ist der Titel Iron Man einfach schon passend. So. Ich glaube, weiß nicht. So. Klingt logisch. Hobo with a Shotgun ist auch einfach ein Hobo mit einer Shotgun. Ja. Und nicht inspiriert durch einen Song namens, weiß nicht, irgendwer anders mit einer Shotgun. Irgendwer anders mit einer Shotgun. Mein neuer Song. Okay, dann machen wir jetzt weiter mit Hausu. Hausu. Wie auch immer, also international. Das ist einfach Haus. Haus, ja. Dr. Haus. Aber ich habe das Cover gewählt mit der Katze drauf, fand ich gut. Ja, auf jeden Fall. Nice Perser oder was das ist. Ja. Alles klar. Bis gleich. Hausu. Haus. Ja, wir haben Haus geguckt. Ich spreche denn lieber Hausu aus. Haus. Haus. Hausu. Hausu. Huso. Huso. Richtiger Huso-Film. Das war ein richtiger Huso-Film. Richtiger Huso-Film. Aber auch mal ein bisschen zwei Polen. Also ich fand, das war der Schlimmste von allen. Also, schlimm. Schlimmste. Also, keine Ahnung. Also, der hatte keinen Bohrerpimmel, der irgendwo... Also, ich fand den anstrengend. Aber er war nicht langweilig, oder? Würdest du sagen, der Film war langweilig? Nee, das nicht, aber ich glaube, das liegt... Warte. Ich hatte meinen Spaß da dran irgendwie. Der hatte seine... Also, der hatte eine coole Thematik eigentlich und der hat auch ein paar coole Elemente. Also, ich glaube, da haben nicht so viele Leute gesehen. Deshalb können wir erstmal kurz erzählen, worum es geht überhaupt. So, das ist halt so ein Film... da geht es um 7 Schulmädchen, die... irgendwie den Plan haben, die Sommerferien bei der Tante von einer zu verbringen und sind halt in diesem Haus und stellen dann fest, so, hey, irgendwas läuft hier schief.
Richtig, irgendwie und ist die Tante ein Geist und dann ist da noch eine Katze und die Katze ist wohl auch tot und hat irgendwie Mächte, Kräfte oder sowas. Denn, das ist auch nicht so leicht zu erklären. Ne? Alte Katzen können Türen öffnen. Und nee, alle Katzen können Türen öffnen. Alle Katzen. Aber ja. Nur Geisterkatzen können und Türen schließen. Und das sieht man. Ja, genau. Und sie braucht halt, die Tante braucht irgendwie ja Frischfleisch, um irgendwie weiterleben zu können. Irgendwie braucht sie ne, irgendwie einmal das. Und dann gibt es ja auch noch diesen Konflikt von Fanta mit ihrem Vater, ja, der genau. Eine neue Freundin hat und die Mutter ist irgendwie tot und das Haus, wo die Tante drin lebt, ist auch ihr Elternhaus quasi, wo sie aufgewachsen ist. Und die haben halt alle so crazy Namen. Die eine heißt Fanta, die eine andere heißt Mac. Abgeleitet von Stomach, weil sie die ganze Zeit isst und Hunger. Ja, und Fanta von Fantasy, weil sie so, ja, dann so gibt's, blühende Fantasie hat. Genau, dann gibt es Melody, die irgendwie gut Klavier spielen kann. Und Kung Fu, die Kung halt gut in Kung Fu ist. So richtig dumm, einfach so. Ja, hier. Am besten mal die Katze auf dem Klavier. Der kann das, der heißt so und so. Gut, also der Film ist halt von 77 und der wird halt, der spielt halt viel mit Effekten. Ja, so psychedelische Effekte halt mehr so, ne? Ja, psychedelische Effekte, ja, das kommt schon hin. So von wegen so, wir gucken mal, was wir so Special Effects mäßig so hinkriegen und das ja, wollen wir auch alles raus. So alle möglichen komischen Überblendungen. Ich fand es auch so komisch, dass in dem Zug war ja einmal so eine Kreisblende irgendwie auf die Katze, die einen auf dem Schoß hatte. Ja. Also, als ob man nicht auch so sehen würde, dass die alle eine Katze auf dem Schoß hat. So, ja, Kreisblende. So hier, da die Katze, guck mal. Ich weiß nicht, ob das so typisch japanischer Stil ist, sowas. Also die Mädels waren noch alle so aufgedreht irgendwie. Ja gut, das ist ja, schon irgendwie ich glaube, das ist so auch das erwachsene halt auch Frauen wirkten sehr kindlich in dem, was sie da taten. Es ist halt schon japanischer Humor, auch so das, wo sie die Melone wegnimmt und der Typ dahinter sitzt. Und oder das mit dem Bananentyp. Wo so gefragt wird, na, magst du Bananen? Magst du Melonen? Nein, ich mag Hasselmelonen. Was? Erstmal im Sterben. Ich mag Bananen. Banaba. Und dann wird er selber zu einem Haufen Bananen. Ja. Ich fand also das habe ich, da dachte ich auch so, okay, cool. Ich fand den anstrengend. Also, ich bin auch irgendwann ausgestiegen, so, aber ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ja, ich bin zwischendurch ausgestiegen. Ich habe mega gelacht, so gerade bei der hatte Szene, ja, der hatte witzige Momente. Wo die Olle vom Klavier gefressen wurde. Das war lustig, ja. Auch so schlecht. Oh, ich fand das auch cool mit den. Die Tante die Mac gefressen hat und dann so das Auge über den Mund hatte. So. Das war cool. Ja, das war. Sie hatte auch einen coolen Gesichtsausdruck dabei gehabt. Also ja, genau. So. Das fand ich auch gut. Du bist das nächste. Was ich anstrengend war, dass ständig Musik lief. Boah, die Musik ging gar nicht. Von Anfang bis zum bitteren Ende. Und dann singen die noch am Ende. Das war zu hart. Also von 88 Minuten oder 86 oder was weiß ich, bestimmt 85 Musik. Mindestens. Ja. Da waren immer nur kurze Szenen zwischen, wo mal keine Musik war. Genau, aber sonst irgendwie so bunt gemischt. So teilweise also englische Lieder, ne? Dann ja. Am Ende dieser japanische Schlager so. Und auch, also irgendwie versucht er auf vielen verschiedenen Ebenen, da habe ich so das Gefühl, einmal so das mit der Tante und die Tante war auf einmal irgendwie auf einmal weg und nicht mehr da oder so. Habe ich da irgendwie, ob ich da was verpasst habe? Naja, die ist, ich glaube, als die da vom Spiegel saß, war es nicht die, die Nichte? Also die Fanta, also ne, das ist ja die Nichte. Ist das die Nichte, Enkelin? Irgendwie, nee, Nichte, ne? Genau, Nichte. Ich weiß sowas. Die ist dann aber auch gleichzeitig ja ihre eigene Mutter. Und die Mutter ist ja tot und spukt da wahrscheinlich irgendwie immer noch durchs Haus oder so. Was weiß ich. Weil ich hätte jetzt gedacht, dass die Tante praktisch in die Nichte eingefahren ist. Mhm. So, und weißt du, und dass die irgendwie symbiotisch mit dieser Katze da ist, da in Verbindung steht. Das sowieso. Ja. Weil sie sagte ja auch, ich schicke Snowflake, nee, Blanche, oder beziehungsweise, wie haben sie gesagt, Schneeflocke in Deutsch, ja. Mit deutschen Untertiteln. Übrigens Omo halt, ne, original mit deutschen Untertiteln. Schneeflocke war ja auch auf einmal einfach so da. So. Ja, am Anfang war am Anfang war sie da und keiner hat gefragt, wo diese scheiß Katze herkommt. Warum diese Katze die ganze Zeit dabei geworfen. Das ist so witzig. Die wird einfach mal. Die Katze. Fuck. Okay.
was ich auch so krass fand, war dieser Anfang, wo sie das alles durch diese komische Scheibe gefilmt haben. Oh. Warum? Und warum alles, also ich kenne mich in japanischen Filmen nicht so aus. Aber das hat ja auch gar nicht mit japanischen Filmen. Nein, aber auch so die ganzen, auch die Hintergründe, dass die alles, dass das alles gemalt ist, dass das alles Studio ist. So. Das ist ja gar nicht mal was mit japanischen, für japanische typisch wäre oder so. Das ist einfach nur, ja, bei dem haben sie das halt so gemacht. Okay. Und also ich habe jetzt auch nicht jeden japanischen Film gesehen, ne? Aber. Aber glaub, technisch war er jetzt, fand ich, wenn du mal andere zeitgemäßere Filme guckst, die da rauskamen, so wie Star Wars oder so. Oh, ich fand, der kam schon mal Star Wars rein. Technisch war der in Ordnung. Also, ja, die Framework war einmal scheiße. Ja, aber ja, was die sich manchmal halt dabei gedacht haben, so künstlerisch, weiß ich auch nicht. Aber ist jetzt nicht so. Ja, halt auch experimentell einfach. Experimentell, ne? Auf jeden so, Fall. Ja. Weiß nicht, und manche Experimente sind dann einfach schiefgegangen. So. Also, ja, das ist ja so, diese Filme. Ich fand es halt auch interessant, so Sachen zu sehen. So, warum macht das nicht jeder Film so, dass man irgendwie diese Blenden hat und so? Jetzt weiß man wieso, weil es einfach scheiße aussieht. Ja. So, halt schon viele Experimente auch dabei und manche Experimente sind halt schiefgegangen. Und manche sind dann so, auch als die von dem Klavier gefressen wurde, dass da ständig dieser Goldfisch eingeblendet wurde. Obwohl, das war ja wieder so schräg, dass es ja auch wieder gut war. Ja. Ja, die Szene war wirklich so schräg, dass es schon wieder gut war. Auch so, das ist am Anfang mit dem Klavier Kopf. Jetzt, oder was? Mhm. Ja, ja, das am Anfang mit dem Kopf war auch so, okay, aber auch so, du warst es ja schon voll vorhergesehen. So, oh, da kommt gleich der Kopf. Und dann kam vor der Kopf. Aber ich kannte den Film halt auch vorher gar nicht. Ich habe nur irgendwie so mal von dem gehört und habe auch gehört, dass der wohl weird sein soll und so. Und ja, war er. Mhm. Aber ja, ich habe mir den auch horrormäßiger vorgestellt irgendwie. Ja, dachte ich auch. Okay, so. Dann müssen wir mal gucken, was so. Obwohl 77, da gab es schon gute Horrorfilme. Ja, klar, natürlich. Da gab es schon richtig gute Horrorfilme. Wenn er jetzt von 67 wäre, okay, hätte ich gesagt, okay, dann muss man es zeitgenössisch betrachten. Naja, so von der Story würde ich sagen, es ist ein grundsolider Horrorstory. Ja, ist eine klassische. Wa? Damit irgendwie kann man schon gut was anfangen. 7 junge Leute gehen irgendwo hin und dann passiert da halt was. So. Ja, aber genau. So grundsätzlich ein Horror an ein Haus, was quasi irgendwo verflucht ist oder wo irgendwie so ein Wesen ist, was Menschen frisst oder so. Ja, das gibt es schon tausendmal, ne? Ja, ne, aber so grundsätzlich ist da, glaube ich, und mich wird halt, also, ne? Ja, ist halt grundsolide Story, so ein bisschen erweitert noch durch die Familiengeschichte und die Katze und so. Ja. Ich kam mal mit diesem Lesen nicht so ganz mit, weil ich ab und an mal abgelenkt war. Ich hätte jetzt eher gedacht, wäre so eine Story, der Vater hat eine neue Frau und die fahren dahin und die Tochter dreht durch, weil sie in ihrem Vater verknallt ist und dann richtet sie das total Blutbad da an. Ich dachte eher, darauf will der Film sie aufbauen. Ah. So ein. Ja. Oh. Auch keine schlechte Idee. Ja, keine Ahnung, aber das war ja auch schon irgendwie so vorhersehbar jetzt so, dass zumindest, also nicht was passiert, sondern so, dass man so nach und nach mitkriegt und sagt, ah, die Tante da, die ist wohl irgendwie. Das hatten wir ja schon ziemlich schnell rausgefunden, dass sie irgendwie das Fleisch von denen braucht oder so, um jung zu bleiben und so, dass das so vampirmäßig ist. Ja. Aber das wird auch nicht weiter ausgearbeitet irgendwie, ne? Man hat die nur einmal gesehen, wie die eine da futtert und das sowas. Ja, man hat ja gesehen, dass sie danach auch irgendwie lebendiger war, ja. In den Kühlschrank gejumpt ist, wo man das wieder aufgetaucht ist, ja, in die Kamera geguckt hat. Auf dem Balken rumtanzt und so. Vierte Wanddurchbruch. genau. Aber es ist auch anstrengend. Vierte Wand komplett aufgemacht, so, ah, hier. Also anstrengend war immer, wenn hier Kung-Fu in Einsatz kam, dann diese Musik. Die Schnitte waren dann auch heftiger. Ja. Tja, tja. War halt Kung Fu. Und was war diese Szene mit dem Eimer? Ganz am Anfang, wo er da ausrutschte und sitzt da in diesem Eimer da und. Ey, einfach Slapstick, weißt du? Ich glaube nicht, dass das irgendwie einen tieferen Sinn hatte, sondern einfach so, hey, guck mal, wir können auch lustig. Hm. Bei uns ist nicht alles ernst. Hier sterben Menschen, aber hier rutschen auch Leute auf der Treppe aus und sliden im Eimer durch die Kissen. Ich suche ja noch nach dem. Nach dem Remake? Ja, nach dem Remake. Ey, das würde mich auch mega interessieren, wie man so einen Film so als Remake machen würde.
So, du kannst ja nicht irgendwie nochmal dieselben Witze bringen, so. Weil auch gerade wenn es nur Ash-Remake ist, werden die diesen typischen japanischen Sachen wahrscheinlich irgendwie rausnehmen. So. Ja, ich würde die Story nehmen und dann würde ich den komplett ganz anders machen. Komplett nur Horror. Ja. Komplett richtig gruselig. Vielleicht auch, dass Leute vom Klavier gefressen werden. Aber ja, das kann man auch gut machen. Das kann man gut machen. Solche Sachen. Ach, dass die Leute da teilweise so in Flammen aufgehen am Ende oder so. Irgendwie. Ja, was sollte das? Ja, manche Sachen waren auch von den Effekten her einfach mega komisch. Ich weiß nicht, aber mich hat der Film halt voll unterhalten. Also ich habe gelacht so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir den, wenn ich alleine gewesen wäre, auch so anguckt habe. Aber so, wenn man so ein paar Bier getrunken hat, sich drüber lustig machen kann, ist das halt auch nochmal irgendwie was anderes, als wenn man das jetzt so alleine guckt. So. Da hätte ich dann wahrscheinlich auch mehr aufs Handy geguckt oder irgendwie ausgemacht. So. Aber so hatte ich echt Spaß schon. Ja, der hatte seine Punkte, auf jeden Fall, seine Momente. Aber ich muss mich jetzt nicht dafür entschuldigen, dass ich den irgendwie ins Rennen geworfen habe. Absolut nicht. Gut, muss man auch mal gesehen haben. Muss man gesehen haben, auf jeden muss Fall. Muss man gesehen haben. Kann man. Weil der Kultstatus irgendwo. Ich kann mir schon vorstellen, dass Leute. In Japan auch, bestimmt. Ja, aber auch so, weil. Ich kann mir schon vorstellen, dass Leute den abfeiern. So. Zumal erst Release in Deutschland 2006 war. Ja, wahrscheinlich schon, weil Leute gesagt haben, so, ey, wann kommt der denn mal raus? So, und dann, ja gut, bringt mir den halt mal raus. Wahrscheinlich auch so, dass er irgendwie so im Nachhinein erst so durch Internet Bekanntheit gekriegt hat und dann die Leute gesagt haben, so, ey, wir wollen den auch mal hier in Deutschland auf DVD haben oder so. Kann ich mir auch gut vorstellen irgendwie. Den gibt's auch wohl nur als OMU. Ah, okay. Ja, könnte sein. In Deutschland halt. Ja. Können wir ja eine Synchro für machen. Wir drei machen 7 Mädchenstimmen. Ja. Hey! Mac! Wieder am Fressen! Nein, wir müssen denen dann aber auch so richtig dumme deutsche Namen geben. Halt nicht, also nicht Mac und Fantasy, sondern dann irgendwie. Klopskerl? Klopskerl. Ey, glaubst du ja. Schnittchen. Und die mit Musik. Schnittchen. Genau, die mit Musik was zu hat, die heißt Mucke. Mucke! Ja, Mucke, komm mal her! Oder hier für Mac Kotze. Kotze? Brötchen. Schnittchen ist aber schon. Schnittchen ist schon bester Name. Schnittchen, Mucke. Was mit Fantasy? Perle für die Hübsche. Perle! Fantasy, die heißt Star Wars. Herr der Ringe! Ey, Herr der Ringe, guck dir das an! Die Kluge, die Streberin. Wie hieß denn die? Gari. Gari? Ja. Ich weiß aber auch nicht, wo die das abgeleitet haben. Keine Ahnung. Vierauge? Ja, Vierauge. Ja. Standard. Da gab's auch so Sweet, wa? Genau. Wie ein Bitch einfach. Ach, Gorgeous. Ja. Gorgeous. Nee, Junge, nee, Bitch. Oh, schade. Das war doch Perle, hatten wir gesagt. Ach, ja, Perle. Perle, stimmt. Perle, ja, genau. Und Kung Fu? Treten. Oder Haftbefehl. Ja, ist einfach treten. Treten. Nein, treten ist doof. Treten ist ein schönes Wort. Findest du? Treten. Ich trete die Tür ein. Ich trete auf. Hau drauf. Hau drauf. Und zwei Fäuste für ein Halleluja. Ja, genau. Und sind Bud Spencer und haben so einen auf die Orme. Einen auf die Orme, komm mal her. Komm mal du her. So heißt es. Komm mal du her. Ja? Komm mal du her. Warte mal. Wir haben Gorgeous, Kung Fu, Fantasy Mac, Melody Sweet. Mehr gibt's da nicht. Sweet müsste dann irgendwie so eine Süßigkeit, aber auch so eine typisch deutsche, so einen deutschen Namen für eine Süßigkeit. Wer hat das echt? Katzenpfötchen. Aber das sind nur 6, das sind doch insgesamt 7 gewesen, oder? Ja, bei die Lehre auch noch mit dabei. Man kriegt das irgendwie gar nicht mehr zusammen, weil die einfach auch so austauschbar sind und nur durch ihren Namen irgendwie Charakter bekommen. Und alle gleich aussehen. Ja, geht, aber halt, ich weiß nicht. Die haben schon ihre festen Rollen und halt alles so Klischees, ne? Ja. So, als würde in einem US-Film einer Kiffer heißen, so. So ein Horrorfilm. House. Einfach nur Kiffer, Cheerleader, Quarterback.
Ja. Redneck. Tja. Aber weiß ich nicht, irgendwie japanische Filme fand ich irgendwie auch ganz. Ja, doch, also hier diese. Was anderes. Tetsuo. Der war, fand ich richtig, der war richtig gut. Der war schön, das war schon das Highlight heute. Der war richtig schön verstörend. Also ich fand Godzilla gut. Godzilla war auch gut. Godzilla war auch gut. Ja. Und alles irgendwie 16mm Filme, ne? Ja, 4:3 war heute Format. Voll geil. Nur der eine, der zwei jetzt in Farbe, sonst hätten wir auch Schwarz-Weiß Abend. Stimmt. Schwarz-Weiß, ja. Schwarz-Weiß. Aus. War eine Farbe. Ja. Aber auch teilweise Schwarz-Weiß. Die Rückblenden, die. Ja. War auch komisch, war, dass man so Rückblenden gesehen hat. Und die irgendwie die Rückblenden kommentiert hatten, weil sie gerade Fotos angeguckt haben. Das war ja so eine Mischung aus Schwarz-Weiß-Sepia und ja, so. Ja, 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 okay. Und dann zwischendurch dann auch Pink, weil. Ja. Ja, auch einmal irgendwie Pink. Oh Mann. Es hört sich jetzt wahrscheinlich mega komisch an, wenn man den Film gar nicht gesehen hat. Ja. Und nur sagen, die Szene gab's. Die Szene gab's auch. Sondern die gab's einfach alle in einem Film. So. Was auch komisch ist. So. Die Katze auf dem Klavier, das war der Hammer. Das war Keyboard Cat. Ja. Richtig gut eigentlich. Verstehe ich auch nicht. Okay, also was machen wir für den nächsten Japan-Abend? Auf jeden Fall die Fortsetzung von Tetsuo. Ja, Hammer Man oder was? Bullet Man. Body Hammer. Und Body Hammer. Body Hammer. Und dann brauchen wir noch einen. Akira. Obwohl, Akira. Den wollten wir vielleicht in die Dinge ziehen. Zeichentrick. Genau, den Zeichentrick. Können wir mal Geschichte. Zeichentrick machen. Ja. Zeichentrick, ich hätte Bock halt auf Watership Dawn. So. Schon, mal gucken. Ja. Brauchen wir noch einen dritten. Ja, wir finden bestimmt was. Oh, da gibt's auch für Japan, ich würde Battle Royale wieder gerne nochmal sehen. Den habe ich auch nur einmal gesehen, aber ich fand den echt richtig geil. Ja, ich glaube, das weiß ich nicht, ob ich den gesehen habe. Den hast du noch nie gesehen? Boah, das ist doch voll dein Ding. Ja. Wo die auf so einer Insel sind und sich gegenseitig umbringen müssen. Ach, ist das nicht hier. Wie die Tribute von Pan. Ja, ja, ja. Das genau. Man unterstellt doch. Ja. Oder? Zu Recht. Ja. Weiß ich gar nicht, ich habe Tribute von Panem gesehen. Ich habe Tribute von Panem gesehen und ich habe zu Maike gesagt, warum gucken wir Battle Royale in amerikanisch? Ja, ist das echt so krass? Das ist ja. Schon sehr starke Parallelen, ja. Ich schon, ja. Keine Ahnung. So. Ich kenne halt nur den Battle Royale, den ersten. Es gibt ja auch noch einen zweiten davon, ne? Ja. Aber der soll auch irgendwie nicht so gut sein, oder? Ich glaube, der ist nicht so gut, ne. Weiß nicht, den habe ich noch nicht gesehen. Aber das war auch mal eine schöne Kombi hier, ne? Tetsuo 2 und 3, je nachdem wie lange die gehen, Battle Royale. Und dann vielleicht je nachdem wie lange Tetsuo so geht, noch irgendwie Gore Police oder so hinterher. Und dann für den Zeichentrickabend Akira, Watership Down und dann weiß ich nicht, was sonst noch so gibt. Ghost in the Shell. Dann suche ich suche einen aus. Du hast Akira, genau. Du hast Watership Dawn. Dann machen wir erstmal so, dass wir ein Thema machen und jeder bringt einen mit und sagt, den gucken wir. Und die anderen haben nichts zu sagen. Genau. Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja. Machen wir das beim nächsten Mal? Mhm. Dann das nächste Mal Zeichentrick. Die große Animationskunst. Ja. Zählt doch Animation? Wie willst du Minions mit uns gucken? Oh, Minions war so kacke. Nee, aber zählt Animation auch dazu oder eher klassisch? Das ist aber gut. Das ist gut. Also ich würde jetzt sagen, wenn, dann machen wir klassisch. Weil Animation ist zu einfach. Ja, das könntest du auch sagen. Hier, Star Wars ist auch alles animiert. Episode 1. Na gut. Ich würde sagen, wir sind durch für heute. Wir sind durch. War sehr interessant. Ich habe mich sehr auf den Abend gefreut. Ja, ja. Das tue ich immer. Cool. Aber heute war nochmal. Heute war noch ein bisschen. Besonders. Irgendwie. War was anderes so, ne? War was anderes. Weil es nicht so die Standardfilme so. Die sonst irgendwo. Aber das ist ja, das macht ja Movie Boys auf die aus. Ja, ja, dass das ist einfach auch mal was anderes sieht. So über den Tellerrand. Über den Tellerrand in den fernen Osten. aus der. Mainstream Hollywood Filmkomfortzone heraus. Nicht nur das, was Hollywood uns immer vorkaut. Genau. Ja. Fein. Deshalb gucken wir so Mainstream-Filme wie Godzilla. Godzilla gut.
Ja, ja, klar, aber es ist jetzt ja auch nicht so der, das Hidden Gem. So, das nee, überhaupt nicht. Aber fehlte mir halt noch der total auf meiner Liste. So, oh, so, guck ne? dir mal den Film an. Ich weiß nicht, ob du den schon kennst. Godzilla. Ja. Alles klar. Dann bis zum nächsten Gute Mal. Gute Nacht. Gute Nacht.